Ein herzliches Hallo aus Schwarztirol. Unfassbar. Jetzt haben wir unser ganzes Monat, würde ich sagen, eine ganze Woche nicht gesehen. Und für mich fühlt es sich an wie ein Monat. Es ist ja unglaublich. Ja, liebe Mädels, so schaut's aus. Ich freue mich total, dass ich wieder da bin und bin jetzt ganz gespannt und warte jetzt gerade noch, bis da endlich alles anspringt und wir loslegen können mit dieser wunderbaren Karte heute von der Sonja. Ah, total nett. Und die Sonja ist heute im Chat, das freut mich total. Hallo, hallo, hallo. Wie schön. Total perrig. Ja, ihr Lieben. Ja, ich bin ein bisschen ausgeruht. Spannenderweise. Nur nicht so fit, wie ich das gern wäre, aber schon wesentlich besser als vorher. Jetzt zoome ich euch noch ein kleines bisschen rein. So, jetzt aber. Aber ich kann euch was sagen: Die Zeit, wo ich jetzt nicht live war, das ist mir echt vorgekommen wie eine Ewigkeit. Es war jetzt eigentlich nur eine Woche, aber mir kam vor, als hätte ich eine Ewigkeit schon immer mit euch gebastelt. Also, das ist ja echt unfassbar. So, jetzt mal da mal mein Blatt richten. Okay. Jetzt schaut das aber einigermaßen gut aus da. Heute, wenn man dachte, jetzt klebe ich es einmal wieder an, das habe ich ganz, ganz früher immer gemacht. Habe ich immer mein Blattl angeklebt, damit man das nicht ständig so verrutscht. Und nachdem ich jetzt die letzten paar Mal immer gekämpft habe, habe ich mir halt gedacht, jetzt klebe ich es wieder an. Ja, totaler Entzug, Daniela, tatsächlich. Okay, aber jetzt schauen wir uns das gute Ding an. Und zwar heute basteln wir diese wunderschöne Karte von der Sonja, die ich ja zu meinem Purzel da gekriegt habe. Total nett. Und die Sonja hat die Karte mit einer Banderole versehen. Und wenn man diese Banderole runterschiebt, dann kann man sie eben öffnen. Ich habe sie eh bei meinem Inspirationsvideo schon gezeigt. Und sie ist halt einfach unfassbar schön mit dieser Stufenvariante oder Treppenvariante. Ich finde sie einfach nur mega, mega, mega genial. Und an der Unterseite kann man sie dann noch beschriften. Also da kann man noch was ja, draufkleben und beschriften. Und ich finde das eigentlich ganz, wirklich ganz lieb, weil, ich meine, wenn sie länger zusammen ist, dann muss man sie immer zuerst am Anfang ein bisschen überreden, dass sie noch stehen bleibt. Aber sie lässt sich dann überreden und dann steht sie auch wirklich schön. Meine ich jetzt noch nicht, weil für das war sie jetzt einfach zu lange geschlossen. Aber es geht. Ja, und ich habe mir gedacht, ich habe mir diese Karte dann angeschaut und habe mir gedacht, wow, die ist schon echt ein Mega-Aufwand. Also es ist Sonja, Hut ab, was sie sich da angetan haben für mich. Ist wirklich unglaublich. Und dann habe ich mir gedacht, boah, wo immer die wirklich basteln, die ist halt für so einen Bastelabend schon unfassbar viel Arbeit. Aber ich habe mir dann gedacht, sie ist zu cool, um sie nicht zu basteln. Und damit habe ich mir dann gestern das Ding einmal genauer angeschaut und habe sie einfach einmal durchgerechnet. Und Sonja, sagen Sie mal, wenn ich falsch liege, aber mir kommt vor, ich glaube, Sie haben sie in Inch gebastelt. Also ich habe sie dann ausgemessen, als mir vorkam, okay, das sind so krumme Zahlen. Und dann habe ich sie einmal auf die Inch-Seite gelegt und da kommt mir vor, sind es 5 mal 7 Inch, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und dann habe ich gedacht, aha, von daher weht der Wind. Die dürfte also in Inch gebastelt sein. Und von daher habe ich mir gedacht, okay, dann bastel ich sie auf jeden Fall in Zentimeter, weil ich bin ja in Inch, siehst du, Sonja, ich bin Ihnen auf die Schliche gekommen. Jedenfalls, ich bin ein Zentimeter-Mädchen und von daher habe ich mir gedacht, okay, rechne ich das ganze Ding um. Und nachdem meine Mama ständig mich ermahnt und sagt, Daniela, bastel mir doch endlich einmal eine Karte in A5, ich bräuchte das so dringend für mein Geschäft und sie hätte es so gern und sie hätte es so gern. Und ihr kennt es mir ja, ich bin ja die 14,5 mal 10,5 Tante. Also A5 liegt mir eigentlich nicht ganz so zum Basteln, obwohl ich es super schön finde, aber es liegt mir halt nicht so. Da habe ich mir dann gedacht, okay, das ist jetzt die Gelegenheit. Jetzt bastel ich das Ding in A5. Und dann habe ich das natürlich probiert, weil ganz ohne probieren, ganz ehrlich, habe ich mir nicht drüber getraut, diese Karte nachzubasteln. Also ich bin sonst sehr mutig, was so Nachbasteln angeht. Aber wenn so viel Technik drin ist und ich das Ganze dann noch in anderen Maßen basteln möchte, dann muss ich doch einmal probieren. Und so ist also jetzt meine Variante entstanden. Und ihr seht schon, die ist jetzt wirklich eine ganze Nummer größer als die von der Sonja. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil so haben wir halt verschiedene Größen zur Verfügung. Und man sieht schon, wenn man sie drauflegt, also sie ist halt wirklich
um ein Eckerl größer. Aber ich finde eben A5 gerade auch immer interessant. Allerdings weiß ich, dass manchen A5 zu groß ist. Und von daher habe ich mir gedacht, schauen wir uns auf jeden Fall nur an, wie sie kleiner gerechnet ausschauen würde. Vor allem auch deshalb, damit ihr das Ganze selber auch berechnen könnt. Also wenn ihr sagt, okay, mir ist die A5 zu groß, die ganz normale 0815-Kartenmaßgröße ist mir aber zu klein. Ich möchte gern sowas wie die Sonja dazwischen haben. Dann könnt ihr euch das dazwischen auch umrechnen. Ich sage euch jetzt gleich, wie das geht. Aber bevor ich euch das sage, möchte ich euch gerne mal meine Variante zeigen. Ich habe mir überlegt, ich möchte sie gern mit einem Band schließen. Ah, das DSB in 6x6 musste passen. Das stimmt natürlich, Sonja. Das passt bei mir jetzt nimmer. Okay, ich habe mir also gedacht, ich schließe meines mit einem Band nur als Alternative, weil ich weiß, dass nicht jedem das mit der Banderole liegt. Und so hat man halt beide Varianten. Ihr seht es einfach beides einmal. Und ja, wenn man sie dann öffnet, dann schaut meine jetzt so aus. Also, sie ist im Prinzip ganz gleich. Ich finde, sie ist auch sehr, sehr stimmig. Von den Maßen her ist das ganz gut, hat das ganz gut hingehauen. Also, sie ist halt einfach. Also sie ist wie eine Tribüne, oder? Eigentlich müsste man ja sagen, sie ist die Tribünenkarte. Also sie ist ja sowas Pfiffiges, das ganz aus ist. Also sie ist einfach nur mega, mega, mega cool. Ja, oder? Doch, der totale Knaller. Okay, schön. Na, die sagen, als allererstes werden wir uns jetzt anschauen, wie man sie kleiner rechnet, in dem Fall jetzt, weil die Maße von der größeren, die habe ich euch ja eh schon durchgegeben. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie das ganze Ding zum Berechnen funktioniert oder zumindest wie ich es angegangen bin. Ich kann euch ja immer nur sagen, wie ich es gemacht habe. Ob das jetzt der beste Weg ist, um das Ding wirklich so zu berechnen, ist eine andere Geschichte. Aber ich habe halt versucht, das meiner Logik entsprechend ja, umzubauen und zu machen halt. Die Tribüne ist schon da, ja, es fehlen die Gäste. Die können sie dann aufbauen, die Gäste auf die Tribüne. Okay, also, ich muss jetzt diesmal die Karte ein bisschen 3D zeichnen, damit ihr auch wisst, was ich meine. Und zwar, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass unsere Karte ein normales Kartenmaß hat von 14,5 mal 10,5. Und wir klappen die jetzt so auf, wie da diese Tribünenkarte eben ist. Dann haben wir da jetzt also die Grundkarte. Und dort drinnen befindet sich dann sozusagen unser Aufbau. Und der Aufbau ist ja so, dass da oben so quasi der erste Teil ist. Dann geht es da so ein bisschen raus. Dann ist der zweite Teil. Dann geht es wieder raus. Dann ist der dritte Teil. Und dann haben wir da unten noch das, wo es wieder auf der Karte fixiert ist. Also das sind praktisch unsere Stufen, die jetzt da sich so da drinnen sozusagen bewegen. Wenn wir da voll konzentrieren, dass ich das da einigermaßen schön aufzeichne. Okay, also so in etwa, gell? Also das sind unsere Stufen und in diesen Stufen sind dann nur mal die Stufen, die andersherum drinnen sein. Aber es geht mir jetzt einmal um das, dass man mal die Stufe prinzipiell berechnen kann. Und um diese Stufe zu berechnen, wissen wir, also das, was ich euch da jetzt aufgezeichnet habe in Blau, ist, um das einmal ganz deutlich zu machen, das ist da das, wo das Designerpapier draufklebt, gell? Das sind die Stufen da. Also das, was da innen drinnen ist, das ignorieren wir momentan. Es geht jetzt einmal um den grundsätzlichen Stufenaufbau, den man auch da seitlich ganz, ganz schön sieht. Also es geht mir jetzt einmal um den Grundaufbau. Okay, schön. Also, das ist das Blaue. Und wir wissen also, wir müssen das ganze Ding da unten ankleben. Wir kleben das da an der Karte da an und da kleben wir es an der Karte oben an. Und Fakt ist, wir brauchen natürlich dieselbe Höhe, wie da die Karte hat, da hinten drinnen, ne? Also da liegt ja der Teil der Karte und da steht der Teil der Karte. Und wir müssen mit diesem Stiegenaufbau, müssen wir praktisch dieselbe Höhe generieren von da bis da rauf. Ne? Das heißt, für uns, wir haben jetzt
Maximal 10,5 cm Spiel, eigentlich ein bisschen weniger, weil wir wollen ja oben gerade ein, 2 mm Luft haben. Und müssen jetzt praktisch mit dem Teil und diesem Teil, der da der Steg ist, und mit diesem Teil, also mit diesen drei Teilen, müssen wir miteinander diese Höhe ungefähr zusammenbringen. Okay, nur mal kurz zum Anschauen. Wir reden jetzt von dieser, dieser und diesem Stufenteil. Und die miteinander, sieht man jetzt da ganz schön, diese drei Teile ergeben die Kartenhöhe. Okay? Also das müssen wir berechnen. Ich weiß, Sietchen, das ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, ihr, da klappt es euch zusammen, wenn ihr ein kleines bisschen drüber nachdenkt. Ihr könnt ja das Video hin und her spulen, bis ihr checkt habt, was ich eigentlich damit sagen will. Und für mich war jetzt der einfachste Weg so, dass ich mir ausgerechnet habe, okay, 10,5 ist meine Kartenhöhe, die ich habe. Also rechne ich das einmal dividiert durch 3, weil diese drei Stufenhöhen ergeben meine Karte. Also dividiert durch 3, das wäre dann in diesem Fall eine Höhe von 3,5 cm. Jetzt ist 3,5, wenn wir es jetzt auf 3,5 machen würden, ist ganz blöd, weil wir dann an der Kartenoberkante sogar ein kleines bisschen drüber ausstehen würden, weil uns ja unten, wie soll ich denn sagen, durch den Knick der Karte fehlt uns ja ein halber Millimeter. Das heißt, wir würden ein kleines bisschen drüber ausstehen. Und so, wie man dachte, okay, was ist, wenn wir da 1 Millimeter wegnehmen, also ist auf 3,4 berechnen. 3,4 mal 3, dann kommen wir auf 10,2 Zentimeter Höhe. Und 10,2 Zentimeter Höhe bei einem Ausgangswert von 10,5 finde ich ideal. Und wenn wir jetzt diese Stufe da rauslegt sozusagen, dann haben wir eigentlich im Prinzip ein Stück Papier, das wir in 6 gleiche Teile teilen. Und zwar jeweils mit, wer da ratet, 3,4 cm Breite. Also das sind unsere Teile, die die Stufe ergeben. Und da haben wir eine Breite von 10,5. Das heißt, ich würde dann das Papier in der Höhe zuschneiden auf 14,2. Also ich würde da 3 mm abziehen. Das haben wir ja da auch. Von 10,2 auf 10,5 haben wir 3 mm Unterschied. Und von 14,5 da auf die Breite würde ich auch die 3 mm abziehen. Also haben wir 14,2. Und da die 6-mal. Jetzt müssen wir aber 6-mal 3,4 rechnen, nicht nur 3-mal, weil wir brauchen ja nicht nur die Höhe, wir brauchen ja die Tiefe, ne, von der Treppe sozusagen. Also wir müssen jetzt schon die drei Tiefen auch noch dazu nehmen. Deshalb haben wir 6 Teile, ne? Also wir haben die Tiefe, wir haben die Höhe, wir haben die Tiefe, wir haben die Höhe, wir haben die Tiefe, wir haben die Höhe. Ne? Also klar, oder? Wir brauchen das rauf. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe es einmal zu viel Zeit. Achso, nein. Das ist so quasi meine geschwungene Klammer. Okay, also 6-mal brauchen wir es. Und in dem Fall haben wir dann eine Papierbreite von 6 mal 3,4. Da haben wir laut Adam Riese 20,4, oder? Genau, Sandra hat schon ausgerechnet, 20,4. Das wäre also unser Papierzuschnitt. Unser Papierzuschnitt sind 20,4 mal 14,2 und auf der 20,4-Seite alle 3,4 cm gefalzt. Also das wiederholt sich bei alle. Und damit hättet ihr den Treppenaufbau von der normalen Grundgröße, also von der 10,5 mal 14,5 Kartengrundgröße. Und wie man das Ganze dann weiter bastelt, das schauen wir uns jetzt an der A5-Größe, anhand dieser Größe. Und da erklärt sich dann auch automatisch, wie dann da drinnen der Ausschnitt funktioniert. Weil man muss ja dann da drinnen so quasi dann den Teil rausschneiden, dass da so quasi, ja, dass da so quasi das da drinnen dann Platz hat für den
Der Teil kommt dann quasi weg da drinnen, damit da dann das Gegenspiel, der Gegenspieler sozusagen Platz hat. Und wie man das berechnet, das seht ihr anhand der großen Karte. Also das können wir dann im Anschluss von dem, wenn wir das zugeschnitten haben, gern da dann nochmal groß anschauen. Aber ihr werdet sehen, das ist dann ganz, ganz einfach. Okay, also ich lege das jetzt einmal gerade momentan beiseite und wir schauen uns das vielleicht dann später nochmal an, je nachdem, wie aufnahmefähig ihr nur seid. Okay, ich bin total froh, dass ihr mitkommt. Also, ich sehe schon. Oje, Sigrid, gute Besserung. Ich sehe schon, einige haben mir folgen können. Da bin ich schon mal ganz, ganz happy. Okay, dann würde ich sagen, dann legen wir jetzt los mit Basteln und schauen uns jetzt wirklich an, wie das Ding funktioniert. Auf meinem Blog habe ich euch ja schon bekannt gegeben, dass man sich einiges schon einmal vorab zuschneiden sollte und schon einmal zusammenkleben, weil sonst wären wir halt nicht mehr fertig. Und da solltet ihr jetzt haben einmal ein Designerpapier für den Aufleger, also ein großes. Das müsste das Maß haben, also ich rede jetzt von dem Blütenrosa-Maß, das müsste jetzt das Maß haben 14,0 mal 20,2. Also das habt ihr euch vorbereiten sollen. Dann habt ihr euch 8 kleine Kartel schon einmal so doppelt zusammengeklebt vorbereiten sollen in den Größen. Der erste Aufleger hat da 4,5 mal 4,5 und der Blütenrosa Aufleger hat 4,2 mal 4,2. So, das sind die Teile, die ihr haben solltet. Und dann haben wir noch gesagt, zwei längliche Teile, wo der untere wieder 4,5 hat und die Länge ist da gewesen, das habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, ich glaube 20,4 oder so. Also ich brauche jetzt alle abmessen. Meine Güte, Mädels. 20, 20,1 könnte es sein. 4,5 mal 20,1 könnte es sein, gell? Und der kleine Aufleger ist 4,2 mal 19,8. Okay. Und die habt ihr euch ja schon vorbereiten sollen. Also das waren die Teile, die jetzt jeder von euch eigentlich vorliegen haben sollte. Ich habe mich dann entschlossen, dass ich bei meinem Aufleger für außen drauf mir noch einen Unterauflieger sozusagen baue, einen ersten Aufleger. Den habe ich mir einfach um 3 mm höher zugeschnitten als den Aufleger, den ich euch bekannt gegeben habe, und um 3 mm länger. Im Prinzip also ganz normal, wie man das halt immer machen. Da habe ich mich aber erst später dazu entschieden, deshalb habe ich euch das dann nicht auf den Blog geschrieben. Und ich habe mir bei meine alles vorbereitet, bis auf das allerletzte Teilchen, und zwar deshalb, weil ich mit euch heute noch unbedingt eins meiner absoluten Lieblingssets anschauen möchte aus dem jetzigen Frühjahrskatalog, der ja zum Glück noch gültig ist und wo man zum Glück noch alles kriegt. Und zwar, über das haben wir noch gar nicht so gesprochen, über das Tranquil Thoughts. Und das ist ein Stempelset bzw. ein Produktpaket. Da gibt es ganz, ganz, ganz super schöne Standsteile dazu, die ich jetzt da gerade mal noch schnell raushole, die ich letztens verwendet habe für Trauerkarten, die sind wunderschön geworden. Mal da gerade mal schnell schauen, wo ich die rein. So, da gehören diese Standsteile dazu. Und die Standsteile, die sind wirklich ein Oberhammer. Und da habe ich diesen Standsteil verwendet für Trauerkarten. Da kann man praktisch sich einen Rahmen schneiden und hat dann in dem Rahmen das Blatt drinnen. Das schaut so schön aus, Mädels. Also mit dem Set werden wir auf jeden Fall jetzt nochmal arbeiten. Das ist nämlich ein Set, was dann den Katalog verlassen wird, zu meinem großen Jammer. Und das müssen wir jetzt noch kräftig nutzen, weil das auch so ein schönes Set ist, mit so super Grünteile dabei als Standsteile, die wir jetzt justamente, naja, vielleicht nehme ich es dann zur Außendeko, weiß jetzt noch nicht genau, aber heute jetzt für die Karte braucht man die jetzt nicht, aber das Stempelset wollte ich unbedingt verwenden. Und zwar das Stempelset, wie ich das im Katalog gesehen habe, hat es mich gar nicht so interessiert, muss ich sagen. Ja, es schaut jetzt nicht noch besonders was aus.
Also mir ist es halt so gegangen. Auch jetzt nur, wenn ich die Stempelset anschaue, denke ich mir, erstens einmal englische Sprüche ist per se für mich schon mal nicht so super. Der Schriftzug, der hat mir unfassbar gut gefallen, wenn er jetzt in Deutsch wäre, wäre super. Aber mir hat eben bei dem haben mir die Standsteile so gefallen und das hat mich dann überzeugt und damit habe ich mir es bestellt. Und gestern habe ich mir dann gedacht, jetzt muss ich mal mit dem Stempelset basteln und Mädels, das ist so schön. Aber so, das ist wieder so eins wie das Wild Rose. Das tut man total verkennen, weil es für mich auf der Stempelhülle und auch im Katalog einfach nicht so viel hermacht, wie es eigentlich kann. Und deshalb habe ich das jetzt, verwende ich das halt sehr gern. Und für mein Designerpapier, das ihr da seht, habe ich nur diesen Stempel verwendet. Also das ist nur der. Und wie lässig das Papier ausschaut, oder? Schaut das nicht cool aus? Also mir gefällt das Papier unfassbar gut. Und das ist jetzt aus dem Pfingstrosenset. Also aus dem Papier habe ich mir da praktisch das genommen, was auf der einen Seite so die ganz knospigen Pfingstrosen hat. Quatsch. Das habe ich genommen. Was auf der anderen Seite die in Granit farbig hat. Also das ist ein bisschen, wie soll man denn sagen, so unverdreht eigentlich gemacht sein. Wie sagt man denn da nochmal? Okay, habe ich jetzt vergessen. Ist egal. Das ist auf jeden Fall hinten relativ ruhig. Das hat nur so ein bisschen eine Musterung. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich sollte man das noch bestempeln, weil das schaut so schön aus von der Musterung, ist aber so rein als Designerpapier mir zu wenig gewesen. Negativ, genau, Felia, das war's. Und damit habe ich mir den Stempel dann rausgekramt und habe das probiert und ich finde, das ist unsagbar schön geworden. Also mir gefällt das total gut. Und das ist jetzt dort drauf gestempelt mit Anthrazitgrau. Es wirkt da jetzt ganz granitfarbig, aber es ist tatsächlich Anthrazitgrau. Und ich habe mir gedacht, das muss ich auch wirklich zahlen, weil sich das eben so angeboten hat und wirklich so bärig ausschaut. Und damit habe ich mir den allerletzten Teil aufbewahrt, zum mit euch miteinander stempeln. Um das einfach einmal ja, zu zeigen, wie cool sich mit dem ein lässiges Designerpapier so quasi stempeln lässt. Einfach indem man immer wieder den Stempel im Prinzip wahllos dreht oder auch gerne als Papier. Ich bin nur oft ein Papierdreher. Und so stempel ich mir das da irgendwie kreuz und quer drauf. Immer wieder versuche ich das Ganze ein bisschen anders zu machen, so dass das schön interessant bleibt. Und mir gefällt das mega gut. Also ich finde, die Blüte ist so hitzig. So schön. Da nochmal rein. Und ratzfatz ist das fertig und schaut total super aus, oder? Also ich finde, totaler Knaller. Und das sind eben genau die Dinge, also viele Stempelsets, und das ist das, was ich bei Stampin' Up! Immer wieder beobachte, ist, dass viele Stempelsets man echt erst dann sieht, wie schön das ist, wenn es in Einsatz ist. Das kommt auf die Bilder oft gar nicht so um, was das Ding eigentlich kann. Und jetzt klebe ich mir nur das letzte da noch drauf, und dann bin ich eigentlich auf selben Stand, wie ihr auch seid, hoffentlich. Wer bastelt denn heute überhaupt mit mir? Erzähl's einmal. Mega, gell, Gabi? Ich finde auch. Ich finde auch. Ich finde das so schön. Also ich bin richtig happy. Und das mit einem Stempel, wisst ihr? Mit einem Stempel, so cool. Okay, wer bastelt heute mit mir, Mädels? Bastelt überhaupt jemand mit mir? Traut sich jemand drüber über das Megaprojekt? Ah, die Edith bastelt. Die zieht da auch. Schau, wie schön. Cool. Und ihr habt eure Papiere hoffentlich soweit vorbereitet. Oh, die Sabine auch. Okay. Die Katrin ist wieder mal dabei. Wie schön. Ganz liebe Grüße in den hohen Norden, Katrin. Mann, und die Carina Diaz ist da. Hallo, Carina. Wie schön. Eins meiner ehemaligen Wunderweltmädels. Da freue ich mich ja vielleicht. Ist das nett? Siehtchen, ich streike. Ah, die Christine ist auch dabei. Sehr schön. Okay. Und die Christine Münzner bastelt auch mit. Also Christine Schuchen, Christine Münzner. Ich finde es sehr knaller. Ich finde es sehr knaller, dass ihr euch drüber traut. Und ja, wir werden uns Zeit lassen. Ich habe ja schon angekündigt, das Video wird heute ein bisschen dauern. Das braucht halt Zeit. Dann die Song, jetzt legen wir zu. Jetzt legen wir zu, vor lauter, dass ich bei euch gelesen habe, ich schaue zu. Wir legen los.
Okay, gut so. Und zwar brauchen wir jetzt als allererstes, werden wir uns jetzt unsere Grundkarte zusammenschustern. Und da brauchen wir jetzt den farbigen A4-Karton oder auch Grundweiß, was auch immer halt ihr rausgesucht habt. Und diesen schneiden wir zu. Und jetzt brauche ich meinen Spickzettel. Ach so, da lassen wir ja die ganze Größe. Wir machen es ja A5. Das heißt, wir drehen uns das ganze Ding einfach auf Querformat und falzen ausnahmsweise bei 14,85. Ich bin ja sonst keine, die das ganz lässt, das wisst ihr eh. Das ist mir meistens zu mühsam, das 0,85 falzen. Aber heute ist einmal die Ausnahme der Ausnahmen. Ich falze mal bei 14,85. Und dann falten wir das Ding da auch wirklich schön zusammen. Da muss ich jetzt gerade mal der ein bisschen ausstellen. Und beim Knicken, da achte ich aber wirklich zuerst drauf, dass ich schön meine Ecken auf Ecken habe, weil ich einfach wirklich gern möchte, dass die Karte schön abschließt. Meistens passt das gut, wenn man es schön angelegt hat. Sicher ist aber sicher. So, damit haben wir jetzt einmal unsere Grundkarte. Die kann jetzt einstweilen schon beiseite gelegt werden. Und jetzt schneiden wir uns schon unseren Innenteil zu. Oh, die Sigrid bastelt auch mit. Mei, ich finde es ja klasse, Mädels. Klasse. Okay, jetzt brauchen wir unseren zweiten Bogenpapier. Und den zweiten Bogenpapier, den schneiden wir uns jetzt zu. Im Querformat legen wir es uns an und kürzen es ein auf 28,8 cm. 28,8. Heute ist wieder ganz wichtig, dass ihr wirklich schön genau arbeitet. Also lasst euch wirklich die Zeit, ganz schön und ja, sauber zu arbeiten. Und dann drehen wir uns das Ganze um 90 Grad und schneiden uns die Breite zu auf 20,7. Also da kürzen wir uns nur 3 mm weg. 20,7. War ich jetzt wieder pronto zu kurz abgeschnitten? Habt ihr das gesehen? Es ist wieder mein spezieller Fehler. 20,7. Manchmal hilft mir das, dass ich dann ganz unten nur mal kontrolliere, wie weit steht es drüber. Und wenn es da dann rechts zu weit drüber steht, fällt es mir manchmal auf. Zum Glück heute. Okay, also da schneiden wir uns wirklich gerade so einen 3 mm Streifen weg. Gut, das ist jetzt also unser Innenteil, den brauchen wir jetzt für unseren Stufenaufbau sozusagen. Und diesen Innenteil, jetzt muss ich mal schnell schauen, Mädels, die mitbasteln, schickt mir gerade einen Daumen hoch, ob ihr das zugeschnitten habt, bitte. Das brauche ich schnell, bevor ich da zu schnell loslege. Also wir haben jetzt 20,7 mal 28,8. Das ist also unser Grundzuschnitt für den Aufbau. Okay, der erste Daumen ist schon mal da. Wunderbar. Okay, ich warte noch ein kleines bisschen. Also 20,7 mal 28,8. Okay, die ersten Ja und Daumen hoch sind da. Wunderbar. Dann falzen wir uns jetzt die erste. Und zwar machen wir uns jetzt die erste Querfalz. Also wir legen uns das lange Teil oben an und falzen bei 4,8 cm. Mädels, ganz sauber arbeiten, gell? Sonst geht es am Ende nicht schön aus. Also bei 4,8 ziehen wir unsere erste Falzlinie. Dann Vorsicht, nehmen wir das Ding heraus, drehen es um 180 Grad und machen uns wieder bei 4,8 die nächste Falzlinie. Also wir falzen jetzt im Moment nur die ganz linke und die ganz rechte Falzlinie. Also nicht alle gleich durchfalzen, sondern wirklich nur die ganz links und die ganz rechts. Und ich erkläre euch auch gleich, warum ich das so gemacht habe, weil bei meiner Probekarte habe ich es anders gemacht. Da habe ich gedacht, war jetzt eigentlich doof. Das macht man beim Basteln anders. Also, wir haben jetzt oben 4,8 und von unten 4,8. Da haben wir unsere zwei Falzlinien. Und jetzt legen wir uns das Ganze an der kurzen Seite ein, legen es uns bei 4,8 cm an. Und jetzt werdet ihr gleich checken, dann, warum ich das so gemacht habe. Und zwar schneiden wir uns jetzt
Von der ersten Falzrille bis zur zweiten Falzrille machen wir uns einen Schnitt. Also schiebt das Messerl irgendwo in die Mitte rein, dann das Lineal schließen, rauffahren bis zur ersten Falzlinie, nur ein kleines Stickerl, und runterfahren bis zur zweiten Falzlinie. Schaut, dass ihr nicht wild drüber ausschneidet, dass das wirklich passt. Dann haben wir sozusagen jetzt da die Schlitzerl, gell? Und dasselbe machen wir auf der genau gegenüberliegenden Seite. Also wir legen es wieder bei 4,8 rein und schneiden uns wieder ein Schlitzerl zwischen die beiden Falzrillen rein. Nehmt euch da wirklich die Zeit, das anständig zu machen. So. Okay, jetzt haben wir sozusagen da eine Öffnung durch unser Papier. Und jetzt schneiden wir uns den Teil da entlang dieser Falzrille auch noch raus. Also wir legen es wieder bei 4,8 cm an und schneiden uns so quasi diesen Papierteil, den wir da jetzt haben, schneiden wir uns da raus. So haben wir jetzt da den ersten Teil. Und dann legen wir es auf die gegenüberliegenden Seiten wieder bei 4,8 an. Und so haben wir so quasi wie eine Art Passepartout gezaubert, wenn man so will. Und dann nochmal schnell konzentrieren, dass ich da nicht ganz zu wild drüber ausschneide. Okay, soll passen. Genau. Und jetzt erkennt ihr auch, warum mir wichtig war, dass wir nicht durchfalzen. Weil den Teil kann ich jetzt noch ganz super mit irgendwas verbasteln. Das ist ein richtiger, schöner, großer Farbkartonteil. Hätte ich jetzt aber vorher, ups, die ganzen Falzlinien gezogen, wäre der Teil mit lauter Falzrillen verhunzt, sage ich jetzt einmal. Von daher war mir das lieber, das zuerst rauszuschneiden und erst dann die restlichen Falzrillen zu ziehen, weil so kann ich den Teil dann für ein anderes Projekt ganz, ganz super verwenden. Okay, jetzt legen wir unsere Passepartout, wenn man so will, wieder rein. Wir haben ja jetzt die erste Falzrille bei 4,8 und jetzt können wir alle 4,8 Schritte die Linien fertig ziehen sozusagen. Das heißt, unsere nächste Falzrille ist jetzt bei 9,6. Da legen wir es uns jetzt schön an. Ihr könnt das übrigens da unten auch nochmal schön kontrollieren, ob ihr noch bei 9,6 seid, ob ihr so schöne Gerade habt. Und dann zieht euch die Falzrille einfach bei beiden Streifen an. Und dann gehen wir noch weiter auf 14,4. Da ziehen wir uns jetzt die nächste Rille. Und dann fahren wir weiter auf 19,2. Und da ziehen wir unsere letzte Rille. Und damit haben wir jetzt für unseren Stiegenaufbau auch schon alles gefalzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder. Wunderbar. Alles gut. Okay. Das heißt, unser Treppenaufbau ist sozusagen schon geschafft. Und jetzt hole ich mir ganz kurz nochmal die Skizze rein. Wir haben jetzt also genau das gemacht. Den Teil. Also wir haben da jetzt diese 6 Linien sozusagen gezogen. Und jetzt skizziere ich das dann nochmal ganz schnell auf. Also bei unserer 10,5 mal 14,5 Variante schaut das natürlich im Prinzip ganz gleich aus. Also wir haben da unsere erste und letzte Linie sozusagen würden wir jetzt ziehen bei 3,4, ne, haben wir gesagt. Und in dem Fall würden wir uns jetzt die lange Seite auch wieder bei 3,4 anlegen und würden da bei 3,4 rausschneiden. Ne? Also wir würden da genau dasselbe machen. Genauso wie wir da die Tiefe haben, würden wir auch da die Tiefe brauchen und würden den Teil rausschneiden. Ganz gleich wie da. Und dann haben wir eh schon oft besprochen, alle 3,4 cm falzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, ich habe es nicht ganz schön anzeichnet, aber so in etwa. So in etwa sollte das dann ausschauen. Also das war das, wo ich gesagt habe, die Öffnung daraus, die ergibt sich dann ganz logisch beim Basteln selber.
wie die zustande kommt. Ist auch das klar, der Teil? Ist, glaube ich, logisch, oder? Okay, ich hoffe, dass das jedem klar ist. Wenn nicht, dann schreibt es uns bitte in den Chat rein. Dann können wir das nachher noch mal kurz besprechen. Okay. Haha, ich kriege viele Ja, sind immer gut. Schön, wir haben jetzt also diesen Teil gebastelt und jetzt können wir uns auch schon die ganzen Klarteile aufkleben. Das werden wir jetzt gleich als nächstes tun. Deshalb habe ich gesagt, vorbereiten, weil wenn wir das alles einzeln jetzt erst aufkleben müssten, dann wären wir eine ganze Ewigkeit unterwegs und so haben wir zumindest schon unsere Aufleger schön vorbereitet und können die jetzt da ganz wunderbar draufkleben. Ihr seht ja eh ganz gut die einzelnen Fächer und da versucht ihr euch das einfach ungefähr mittig reinzukleben in eure zwischen eure Linien. Und ich würde es an der Stelle jetzt noch nicht knicken. Man würde zwar dann die Linien ein bisschen besser sehen, aber das hat einen Nachteil. Ich glaube, ich habe das da ein bisschen zu kurz bei mir. Okay, da habe ich irgendwie scheinbar einen Rechenfehler einbaut oder so, bei mir zumindest. Aber ist egal, haben wir halt ein bisschen mehr Abstand, ist jetzt auch nicht dramatisch. Okay, jedenfalls, ich würde es nicht knicken. Das finde ich noch ganz wichtig, weil wenn man das jetzt vorab knickt, dann tut man sich danach ein bisschen schwieriger. Wir müssen da noch Schlitzerl reinschneiden. Seht ihr, das hat mich da ein bisschen verrechnet. Meine Güte, da muss ich nochmal nacharbeiten in meiner Berechnung. Aber naja, gibt Schlimmeres, gell? Die in InnoShare fragt gerade, was das für Designerpapier ist. Das ist das Pfingstrosenpapier, nur bestempelt. Cool, gell? Richtig schön. Und die Blümchen da drauf, so süß. Und irgendwie so das Blütenrosa mit dem Anthrazitgrau ist etwas, was ich überhaupt total gern mag. Das hat mir schon immer gut gefallen. Die Kombination Blütenrosa und Anthrazitgrau. Irgendwie interessanterweise schon als Jugendliche, kann ich mich erinnern, da habe ich mal eine Jacke gehabt, die war auch so. Schräg, oder? Wie sich das immer wieder so wiederholt im Leben. Das ist einfach total schräg. Komm, Schätzchen. Und noch einmal, jetzt haben wir wieder Bastel-Aerobic. Und noch einmal, und einmal noch, und drei, und zwei, und vier. Herrlich. Schön. Übrigens, Mai, das wollte ich mit euch ja unbedingt besprechen. Ich sollte morgen endlich meine Vororder kriegen aus dem neuen Katalog. Und da wollt ihr mal ganz kurz anfragen, wie es denn ausschaut, ob wir denn ein Auspackvideo machen sollen. Wir haben sowas im Sinn wie unter dem Motto, was kommt, was bleibt, was geht. So in die Richtung. Ich habe nämlich schon noch so ein paar Schätzchen und Tipps, wo ich sage, das wären so Must-Haves, nur aus den Kataloge, bevor es dann nicht mehr zu bekommen ist. Und auch vielleicht ein bisschen zu schauen, was bleibt, nicht? Weil es geht ja nicht alles, es verlässt uns ja nicht alles zum Glück. Jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht sollten wir das am Wochenende mal kurz anreißen, dass man, keine Ahnung, vielleicht spontan Samstagabend oder Sonntagabend, ich weiß noch nicht genau. Aber so in die Richtung hätte ich mir das vorgestellt. Irgendwie bin ich auf Samstag, ich weiß auch nicht so genau. Irgendwie war Samstag so, mach hat mal Spaß. So ein Was kommt, was geht, was bleibt Video. Ah, ich sehe viele Ja. Okay. Fein, freut mich. Dann werden wir das machen. Dann werden wir uns das anschauen. Da zeige ich euch die Schätzchen, die ich jetzt einmal schon vorher bestellt habe. Und dann gucken wir mal. Schaut cool aus, oder?
Ah, nur mal an der Stelle, Sonja, danke für die coole Karten. Ich finde es so mega. Okay, wie schaut's aus mit meinen Basteldamen? Habt ihr eure Designerpapiere aufgeklebt? Seid ihr soweit? Ha. Also ich bin ja ganz baff, dass ihr wirklich nur Auspackvideo macht. Aber super, ich mache gerne eins. Bestimmt, Conny, es gibt schon einige Auspackvideos und einiges wird sich wiederholen, aber ich finde es immer ganz, ganz spannend auch. Sind ja eh eingesperrt, stimmt, Christine. Mit Ausgehen ist eh nichts, zumindest bei uns in Österreich. Okay, also, meine Basteldamen, einmal bitte Daumen hoch, wenn ihr soweit seid, dass ihr geklebt habt, dann könnt man nämlich weitermachen. Das ist wirklich Knaller. Alles geklebt. Sehr gut. Ja, Ilona, mein Designerpapier ist gemattet. Also ich zeige euch das vielleicht noch mal ein bisschen höher. Und zwar habe ich wirklich beide, also die graue Mattung und auch das obere Semboards aus dem Pfingstrosenpoesie. Und das obere habe ich halt noch gestempelt mit dem wunderschönen Stempelset. Schaut cool aus, gell? Ich finde total mega. Ich liebe das. Okay, so. Dann müssen wir uns jetzt die Schnitte setzen. Und zwar braucht man in die vier Felder jeweils in der Mitte einen Schnitt. Und da habe ich mir gedacht, da setze ich das einfach da so an. Und zwar haben wir 4,8 und die Hälfte von 4,8 sind ja 2,4. Das heißt, ich habe 4,8, muss nur da die Hälfte dazu rechnen, also die 2,4 dazu. Dann haben wir 4,8 und 2,4 sind 6, sind 7,2. Richtig, Mädels? 4,8 und 2,4, 4 sind 7,2. Das heißt, ich lege mir das bei 7,2 an. Und vor, mach mir da rein einfach ein Stückchen weit eine Falzrille, so in etwa 2 cm. Also nicht recht viel weiter als 2 cm, macht es auch einfach so ein Stickerl ein. Da geht es jetzt nicht um 1 mm zusammen, aber so ein Stickerl halt, dass ihr seht, okay, da ist eine Falzrille gezogen. Und jetzt schiebt euch das nochmal um 4,8 weiter. Wir sind jetzt bei 7,2 plus 4,18 laut Adam Riese 12, oder? Müsste passen mit 12. Schaut ganz mittig aus, müsste hinhauen. Und auch da mache ich mir gerade wieder eine Markierung, so ungefähr 2 cm oben und unten mit dem Falzteil. Dann nehme ich mir das Ding raus, lege das wieder bei 12 cm an, weil das muss ja auf der gegenüberliegenden Seite ganz gleich sein. Also ich rechne da jetzt nicht nur mal, sondern ich mache mir wieder meine Schlitzerl und fahre wieder zurück auf 7,2 haben wir, glaube ich, gehabt, gell? Wenn ich mich es recht erinnere. Ja, schaut mittig aus. Also 7,2 und auch da mache ich mal wieder meine Schlittal, wie auch immer. Meine Markierungsteile heute. Halt. Und das Schöne ist, dass man die Markierungsteile auch an der Rückseite sieht. Seht ihr das? Also man kann das da ganz schön sehen, auch an der Rückseite. Und jetzt nehme ich mir ein Geodreieck und mache mir da, lege mir das da an. Jetzt mal gerade schnell schauen. Leg mir das da an bei, ich möchte gerne, dass da rum 2 cm einer geht. Da lege ich mir es an bei 2,8 ungefähr. Das geht da eh super. Oder auch nicht. Was habe ich denn da jetzt? Ui, 2,8. Geht super mit dem Geodreieck. Und da mache ich mir jetzt gerade mit einem Bleistift. Ah, ich habe mein Haupt gesehen. Mache ich mir gerade mit einem Bleistift da bei denen eine Endmarkierung her, sozusagen. Da geht es mir nur um das, dass ich die Schnitte gleich weit einersetze. Also ich markiere mir das an. Ich bin da jetzt ziemlich genau, wem das stört oder wer sagt, ah, das ist mir nicht so tragisch, wie weit ich da einschneide, der kann das natürlich auch nach Augenmaß machen. Aber ich bin da, wie soll ich sagen, da bin ich, das möchte ich lieber, dass das passt. Also lege ich mir es auf 2,8 cm in der Tiefe an und mache mir da meine Markierungen. Und dann kann ich das im Endprinzip ganz super schön einschneiden.
Also, so schaut das Ganze dann aus. Da ist meine Falzrille und da weiß ich, bis daher schneide ich jetzt. Und dann nehme ich mir einfach eine gute Bastelschere und mache mir in der Mitte von meiner Falzrille einen Schnitt hinten bis zu dieser Markierung. Und das mache ich jetzt bei allen 8 Falzen. Also Viere auf der einen und Viere auf der gegenüberliegenden Seite schneide ich mir da einfach rein. Das war jetzt für mich die einfachste und sauberste Variante. Ich schneide da ungefähr in der Mitte von der Falzrille, falls sich das jemand fragt, wo ich da schneide, ganz genau. Und ich finde, das geht recht schnell und dann hat man das total sauber. So hat mir das halt gefallen. Aber wie gesagt, im Endprinzip sieht man das dann nicht so genau. Man könnte es auch ein bisschen nach Augenmaß machen oder mit einem Lineal vom Papierschneider oder wie auch immer. Pingelig, ja genau, Gerhard, da bin ich pingelig. Okay, und damit haben wir jetzt unser Treppenteil vorbereitet und jetzt können wir das auch schon knicken. Und das knicken wir wie eine Ziehharmonika. Der obere Teil muss natürlich aufstehen. Das heißt, den knicke ich zu mir her. Mal gerne ein bisschen noch streifen. Den nächsten knicke ich natürlich von mir weg. Auch dort ziehen wir natürlich die Falzrille noch. Dann knicke ich es wieder zu mir her. Drehen wir das Ding vielleicht um, geht es besser. Zum Glattdrücken. Und dann wieder in die andere Richtung. Und wieder retour. Und so haben wir da jetzt ganz wunderbar unsere Tribüne gebaut. Cool, oder? Doch lässig, oder? Ich finde es total ein Knaller. Also es ist ja wirklich super simpel. Im Prinzip, wenn man mal weiß wie, dann ist das nicht mehr schwierig. Es ist ja einfach super aufwendig. Aber es ist cool gemacht. Und damit haben wir unseren Innenteil fertig. Wie geht's, meine Basteldamen? Alles im grünen Bereich? Bin ich gespannt, wie es euch geht. Bin echt gespannt. Ah, okay, Christine. Die 2,8 von außen Richtung Mitte. Also der Schnitt soll da drinnen in etwa 2 cm sein. Also da rein 2 cm und von außen sind es dann die 2,8, ne? Weil 4,8 haben wir in der Breite. Okay, also die Schnitte 2 cm lang. Ja, gell, Conny? Ich kann mich über sowas wirklich freuen. Ich finde das immer total super. Und das ist irgendwo das, was man auch beim Basteln einfach total taugt. Viele Sachen schauen total schwierig aus, sie sind aber oft gar nicht schwierig. Wenn man einmal gesehen hat, ah, so läuft der Hase, dann ist das einfach super. Und wichtig ist halt, dass man ja, möglichst Videos entdeckt, wo man auch so erklärt kriegt, dass man es versteht, natürlich, weil dann werden wir im Basteln immer selbstständiger. Wenn je mehr ihr wirklich durchblickt, wie ein Projekt funktioniert, desto freier seid ihr im Basteln. Und das finde ich ist das total Schönste, wenn man im Prinzip dann alles gut basteln kann, weil man sofort checkt, ah, so läuft das. Cool. Und dann kann ich es größer, kleiner, beliebig abwandeln, wie ich mag, weil ich das Prinzip verstanden habe. Und das finde ich so wichtig, dass man das Prinzip dahinter versteht. Cool. Okay. Ich glaube, meine Bastlerinnen sind noch Vollgas beschäftigt, habe ich so den Eindruck. Gibt es irgendwelche Fragen? Machen wir halt das dazwischen. Fragerunde? Ja, her damit. Und meine Bastelladies, schreiben mal bitte einen Daumen hoch, wenn sie soweit sind, dass ich weiß, wir können weitermachen. Ja, gell, Brigitte, finde auch. Also wenn man selbstständig arbeiten kann, das ist einfach schön. Ja, Conny, das ist genau der Punkt. Oft schaut etwas ganz kompliziert aus und dabei ist dann gar nicht wild. Wenn man Schritt für Schritt sieht, ah, so, dann ist das nicht mehr schlimm. Ist alles gut. Cool, okay. Ich denke,
Ich glaube, wir könnten weitermachen, oder? Ich glaube, die Mädels werden zumindest dann nur gut mitkommen. Und ansonsten, Mädels, bitte schreien, wenn ich zu schnell bin. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um den Innenteil der Karte und da brauchen wir jetzt unseren dritten Farbkarton. Also es ist auch ein bisschen materialintensiv, die Karten. Und die dritte Variante für den Innenteil, die schneiden wir uns jetzt zu mit 15 cm mal 19,2. Und jetzt muss ich da nochmal ganz schnell gerade zur Sicherheit, damit da ja nichts verkehrt geht, gerade noch einmal drauf gucken, ob das auch so ungefähr stimmen kann. Ja, das müsste passen. Das müsste hinhauen. Also ihr seht schon, auch wenn ich etwas nicht 150 Mal schon gebastelt habe, dann muss ich auch, dann überlege ich auch lieber zwei oder dreimal, ob ich es jetzt wirklich richtig habe. Also, wir kürzen uns unseren dritten Farbkarton jetzt ein auf 19,2 cm. Eins, zwei. Und auf 15 cm. Das heißt, wir haben dann ein Stück mit 15 mal 19,2. 15 mal 19,2. Und dann drehen wir uns die längere Seite in den Papierschneider rein. Also den legen wir oben an der Kante an, die 19,2 Seite. Und jetzt müssen wir natürlich wieder unsere 4,8 cm Rillen machen. Klarerweise, nicht? Wir brauchen ja beim Gegenstück sozusagen die gleiche Tiefe an Falzrillen wie bei der ursprünglichen Außentribüne, nenne ich es jetzt einmal das coole Ding. Okay, also wir legen es an bei 4,8, ziehen uns da die erste Falzrille, schieben das Ding weiter auf 9,6, ziehen wir uns die zweite und dann brauchen wir nur die dritte bei 14,4. Also alle 4,8 cm. Und dann bleiben uns da nochmal genau die 4,8 über. Und das, ihr Lieben, ist dann schon unser Innenteil. Super easy, oder? Und das ganze Ding müssen wir jetzt natürlich auch falzen. Und zwar das oberste geht wieder zu uns her. Und da machen wir es wieder genau gleich. Also es wird wieder Ziehharmonika-mäßig gefalzt. Und das letzte wieder so. Also wir falzen da wieder eine schöne Ziehharmonika. Und damit haben wir da jetzt unseren Innenteil. Also das Ding, was dann da drinnen quer steht sozusagen. So super easy, oder? Und damit ihr jetzt wisst, für unsere kleinere Karte, wie man jetzt auf dieses Maß kommt, das ist im Prinzip jetzt die vier Teile, die da drinnen sind, sind im Prinzip genau dasselbe wie da die sechs Teile. Also wir haben die 3,4 im Prinzip für den Innenteil, also für den Teil, der dann da drinnen so quasi da drinnen querläuft, haben wir jetzt die 3,44 mal bei der kleinen Karte. Damit ergibt sich da schon automatisch die Länge. Da haben wir dann 6,8, 12, 13,6, oder? Müsste sein. 3,4 haben wir 6,8 mal 2 sind 12. 13,6 müsste passen. Und die Breite ergibt sich aus dem. Also wir haben ja da die Breite von 14,2 gehabt. Und wenn wir jetzt da die 3,4 außen und innen, das ist jetzt, also so bin ich drauf gekommen, gell? Mädels. Wir haben jetzt da die Breite von 14,2 und wir wollen natürlich, dass da drinnen dann muss ja die Innenstufe so quasi ein bisschen da drüber reingehen, nicht so wie da auch. Und da habe ich mir gedacht, da war es schön, wenn es 2 cm reinragt. Wenn jetzt aber der Teil nicht so wie da 4,8 cm hat, sondern nur 3,4, dann ist ja der da um einiges schmäler, nicht? Also da ist ja die Stufe
viel, viel schmäler als da jetzt ist. Das heißt, ich würde es da dann nicht 2 cm reinstehen lassen, sondern zum Beispiel nur 1,5. Das heißt, wir ziehen dann da von die 14,2, müssen wir 3,4 von der einen Seite wegziehen und 3,4 von der zweiten Seite wegziehen. Und dann aber nochmal 3 dazu zählen, weil die 3 cm muss überragen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht logisch ist, aber ich bin deswegen auf das gekommen, weil ich mir gedacht habe, okay, der Innenteil muss um das schmäler sein, wie da das Teil ist, aber das ein bisschen breiter, damit es da drüber steht. Ich habe mir das halt so ausgerechnet, ich weiß nicht, wie ich es euch anders sagen soll. Deshalb 3,4 zweimal abziehen und das, was es reinstehen soll, dazu zählen. Dann kommt es genau auf die Breite. Und in dem Fall waren das dann laut Adam Riese 14,2 minus 4,4, oder? Und da sind wir dann bei 9,8, kann das sein? Wir hatten einen Taschenrechner in der Hand. Wenn es nach mir geht, müsste der Teil da 9,8 mal 13,6 sein. Ja, logisch. Okay. Na, 11,2. Echt? Na, 11,2 können es nicht sein. Weil das waren leider die 3 cm. Da die 3 weg, weil die ergeben sich, die schließt, also das eine minus, das eine plus ergibt wieder 0. Dann haben wir da die 4, dann sind es 3,8, 14,2 minus 3,8, 10,4. Na. Na, na, Mädels. 14,2 minus 3,8, 10,4. Doch, 10,4. Ja, ist okay. Ich und Kopfrechnen um die Zeit geht einfach gar nicht mehr. 10,4 muss passen. Ja, die Karin hat das allererstes richtig gecheckt. Yeah! 10,8. 10,4 mal 13,6 wäre dann für die kleine Karte der Innenteil. Gefällt jeweils bei 3,4. Okay, so. Ich hoffe, ich verwirre euch heute nicht total mit meinem Hin- und Hergespringe zwischen klein und groß. Aber ich glaube, dass es halt so am einfachsten ist, wenn man den Schritt sieht, dass man weiß, okay, ah, kleiner dann so. Gut. Aber ich sehe schon, ihr habt alle das richtige Ergebnis. Also, ergo, ihr müsst es verstanden haben, was ich gemeint habe. Habt den Taschenrechner benutzt, das ist aber gut, Karin. Mein Taschenrechner hängt da oben. Herrlich. Okay, schön. Gut, jetzt zurück zu unserer Karte. Und das gilt natürlich bei der Kleinen auch. Wir brauchen jetzt dort drauf natürlich unseren Grundweiß-Farbkarton, weil wir wollen ja das Ding da drauf auch bestempelt und beschriftet haben. Das heißt, wir brauchen jetzt viermal Grundweiß. Und jetzt ist es ein bisschen Geschmackssache. Ich mag nur das gern vorher zugeschnitten haben und erst nachher stempeln. Wer jetzt aber lieber möchte, dass er das ganze Papier stempelt und dann auf vier aufteilt, kann es auch so machen, gell? Also das ist wirklich je nachdem, wie ihr das gern wollt. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt einen Grundweißkarton und wir brauchen da jetzt also 4 Stück mit 14,7 Breite. Schneide mir da jetzt gleich auf 14,7 zu. Und dann braucht man 4 Teile mit 4,5. Wenn ihr es zuerst alles stempeln wollt und erst danach vierteln, dann lasst es euch jetzt noch bitte ganz. Und wenn ihr so arbeiten wollt wie ich, dann schneidet euch da jetzt bitte 4 Teile mit 4,5 raus. So, einmal, zweimal. Dreimal. Viermal. Wer das Ding zuerst als Ganze stempeln möchte, müsste sich halt das jetzt lang lassen auf 18 cm, nicht? Also der wird sich jetzt ein Teil zuschneiden mit 14,7 mal 18 und das stempeln und dann schneiden. Oder andersrum. Ja, Sandra, Sie sind so süß. Ich weiß, dass mein Papierschneider wirklich nicht mehr schön ausschaut, weil da die Schutzfolie noch drauf ist, die ja eigentlich normalerweise runtergehört. Aber wenn ich das runter tue, dann seht ihr da das Ringlicht, dann spiegelt das volle und dann ist mir lieber, der Papierschneider schaut optisch nicht so schön aus, aber ihr seht, was ich mache, ist, dass das Ding dauernd so spiegelt.
Von daher bleibt das mal so momentan noch so. Okay, jetzt lege mir da mein Schutzpapier drunter. Lege mir da meine vier Streifen auf, die jetzt natürlich da genau mittig super drauf passen. Also da haben wir jetzt da einen richtigen schönen Rand. Das sind jetzt praktisch da meine vier Aufleger, ne, die ich mir da zugeschnitten habe. Klar. So, und da drauf müsst ihr euch halt jetzt im Vorfeld überlegen, was ihr da drauf haben wollt. Ich für meinen Teil lege mir die mit ein kleines bisschen Abstand auf, versuche aber die schon relativ schön bündig aufzulegen. Nehmen wir da jetzt eine Linie, weil ich das dann schöner finde. Aber das ist halt, der eine mag so, der andere mag so. Ich mag das gerne, wenn da dazwischen dann auch im Stempel eine Lücke ist. Okay, so. Und dann habe ich mir rausgesucht, aus den liebevollen Gedanken, die es auch noch gibt im Frühjahrskatalog, das zum Geburtstag und das ein kleiner Kartengruß. Und die zwei Teile, die stempel ich mir jetzt in Anthrazitgrau. Ein kleiner Kartengruß. Dann halt mitdenken, Mädels, das steht ein bisschen in die Karte rein, also nicht ganz rechts oder ganz links stempeln. Ihr könnt es schon ein kleines bisschen aus der Mitte rausziehen und immer so jetzt mal versuchen, da halbwegs gerade drauf zu stempeln. Ich hoffe, dass das klappt. Ja. Und aus dritte stempel immer wieder das zum Geburtstag. Stempel mir jetzt da ein bisschen weiter nach rechts her. Aber auch nicht zu weit, weil ja da das Ganze ein bisschen eben reingeht. Also ich lasse mir da links und rechts ein kleines bisschen Abstand für meine Grüße, gell? Und dann habe ich mir eben aus dem Set, wie ich euch auch schon erzählt habe, habe ich mir den Stempel rausgenommen und diesen und einen Federstempel. Ich meine, es ist, glaube ich, der, den ich mir genommen habe. Und den. Ich finde die mega klasse. Und mit denen stempel ich mir da jetzt mit Blütenrosa noch meine Blümchen hin. Jetzt muss ich mir das da gerade nochmal schnell ein bisschen einrichten, weil ich da wirklich drüber stempel. So, dann nehme ich mir mein Blütenrosa und fange mal mit dem allergrößten Stempel an. Benetze mir den schön und setze mir den jetzt da so her. Und jetzt gut andrücken, speziell wenn es da über Rille geht, dass man dann da noch schön das letzte Blümchenteilchen da hat. Und dann nehme ich mir da noch die kleinen Stempel und stempel die da so ein bisschen nach da und nach dort. Stempel da eben wieder über die Rillen drüber. Nimm mir den nächstgrößeren. Stempel mir das da so her. Und dann nehmen wir das Federnding. Ich liebe diese Teile. So lässig. Das stempeln wir jetzt da raus. Also ihr könnt ja das anordnen, gerade wie euch das gefällt. Ich finde das halt so total cool. Und dann stempeln wir den einen da her. So federblattmäßig. Ich finde das echt total bärig. So. Und dann mache ich mir das mit dem Federnblatt. Nur mal da so ein bisschen her, bei der Karten jetzt. So. Und zu guter Letzt mache ich mir noch ein kleines Blümchen noch da so her. Ach, so süß, oder? Da ein kleines noch da her. Ja, ich glaube, so finde ich das jetzt total nett. Das gefällt mir gut so. Und jetzt nehme ich mir gerade nochmal das Anthrazitgrau dazu. Und ich wollte gerne noch ein paar Tupfen haben. Und für so kleine Tupfen habe ich mir die Circle Celebration rausgenommen, weil da sind so kleine Tupferl drinnen. Die Tamara ist so süß. Die hat sich eine Schneidemaschine beim Action gekauft zum Ausprobieren. Verstehe ich total, Tamara. Ist für viele der Gedanke, ich probiere mal zuerst irgendwas Günstiges und schaue, wie ich zusammenkomme. Aber
Bei den günstigen Maschinen, da hat man genau das Problem, dass man meistens schief kommt. Und dann verschneidet man so viel Papier und das kostet im Endprinzip um so viel mehr, dass es viel klüger ist, sie investieren einmal in einen guten Papierschneider und da kann ich den unseren von Stampin' Up! Echt wärmstens empfehlen, weil der schneidet so exakt, dass es total super ist. Aber ich kenne das total. Das ist ein Gedanke, den haben ganz viele. Ah, ich probiere mal zuerst irgendwas Günstiges, aber da heute halt es mit meiner Oma, wer billig kauft, kauft teuer. Und zwar deshalb, weil man alles doppelt kaufen muss, weil es einfach nichts bringt. Also ich sage immer bei den Arbeitsgeräten, investiert da, gebt es da lieber ein paar Euro mehr aus. Die Freude, wenn die Dinge funktionieren, ist um so viel größer und der Verlust ist einfach riesig. Also es tut dann doch dann in der Seele weh, wenn das Ding dann ständig schief ist und krumm ist und nicht funktioniert. Das ist ja, da ist ja der Schaden viel größer, als wenn ich einmal ein paar Euros in die Hand nehme und eine gute Maschine kaufe. Also, wie gesagt, ich kann den von Stampin' Up! Echt nur wärmstens empfehlen. Der ist Spitzenklasse. Wirklich sehr, sehr gut und nicht einmal besonders teuer. Also, finde ich. Okay, so, jetzt habe ich da noch meine Pünktchen reingesetzt und damit bin ich jetzt da volle duper happy mit dem Ding. Und jetzt kann ich da meine vier kleinen Scheißerchen aufkleben. Die klebe ich mir da jetzt gleich drauf auf meine Grundkarte. Ganz ehrlich, ich finde es so lustig. Sabine schreibt auch gerade, sie ist nach langer Suche bei Stampin' Up! Gelandet. Ehrlich gesagt, landen die meisten irgendwann bei Stampin' Up!, weil die Qualität einfach sehr, sehr gut ist. Und immer nur zu einem echt okay Preis. Eben für das, dass die Qualität so super ist. Ich weiß schon, dass Stampin' Up! Nicht die billigste Firma ist, aber so wie gesagt, wer billig kauft, kauft teuer. Also, und da war ich halt immer so, dass ich mir gedacht habe, nein, ich nehme lieber was mit guter Qualität und habe dann viel Freude und es funktionieren die Sachen, man arbeitet gut. Das ist mir viel, viel lieber. Und natürlich gern bei mir melden, Sabine oder Tamara oder wer auch immer. Wenn ihr Anfänger seid oder noch keine Demo habt, ich freue mich riesig, ihr dürft euch ganz gern bei mir melden. Ich hilf sehr gern weiter. Ihr findet unten in der Infobox meine E-Mail-Adresse und es müsste auch meine Telefonnummer sogar drinnen stehen. Ihr könnt mir auch über WhatsApp kontaktieren oder über Signal oder über Telegram. Ich bin eigentlich überall zu finden. Und ja, wie gesagt, keine Scheu. Meldet euch ruhig. Das ist ja auch so lustig. Manche, also das ist ja, das finde ich ja so super schräg. Manche meinen ja wirklich, sie dürften sich nicht bei mir rühren, weil sie könnten mich ja stören. Weil ich habe ja sicher so viel zu tun, dass sie mich stören, dass das störend sein könnte. Oder was noch viel schräger ist, manche denken sich, boah, die macht so YouTube-Videos und die ist schon voll bekannt, weil die hat ja schon ein paar tausend Abonnenten. Die kann ich nicht, das ist ja, also die kann ich nicht, also die wird sich für mich gar nicht interessieren. Mädels, das Gegenteil ist der Fall. Bitte keine Scheu, ruft mich an, kontaktiert mich. Ich freue mich immer, wenn sich jemand bei mir meldet. Also das ist ganz lustig, aber totaler Fehlgedanke. Also ich mache die Videos ja deshalb, um weiterzuhelfen und um die schönen Sachen mit euch zu teilen und um euch zu zeigen, was ihr auch mit den Schätzen, die ihr euch bestellt, schönes basteln könnt. Das ist ja einfach nur super schön. Und von daher immer melden. Also für das sind wir Demos da. Okay, der Pünktchenstempel ist aus dem Circle Celebration. Das ist der. Ein Must-Have-Set. Für selbstgestempelte Designerpapiers hat Sample selten was Schöneres gegeben. Ah, Promi-Faktor, Sabine. Also, ich fühle mich nicht als Promi. Ganz im Gegenteil. Bin gleich wie ihr auch. Ein 0815 Tiroler Mädel, was halt gerne bastelt und zum Glück ein bisschen erklären kann. Mehr ist es nicht. Schön, okay. Da haben wir jetzt also unseren Innenteil und schaut das nicht schön aus. Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Wenn man das Stempelset sieht, würde man dann meinen, dass da so was Schönes entstehen kann? Also ich habe das nicht vermutet und ich finde den mega, oder? Schaut doch total schön aus, oder? Wie geht's euch jetzt? Wie geht's euch jetzt mit dem Stempel? Was sagt ihr? Ganz ehrlich, gefallen euch die?
Oder findet ihr, oder versteht ihr das nicht, dass ich das so besonders super finde? Ich weiß nicht, mir gefällt das volle Dume. Echt, doch der totale Knaller, oder? Also, ich habe das nicht erwartet, dass das so schön wird. Okay, gut. Und jetzt, bevor ich es bei alle reinfriemel, probiere ich es zuerst einmal beim Obersten aus und schiebe es da mal rein. Und probiere mal, ob das da gut reinpasst, ohne dass es mir total in alle Richtungen knickt. Das Reinschieben ist ein bisschen, geht ein bisschen zart, muss aber auch, weil wenn das zu leicht geht, das Reinschirmen, dann hebt es im Endprinzip nicht. Dann rutscht euch das nämlich hin und her und nach alle Windrichtungen. Also, ich finde, das passt ganz gut. Das ist vom Schnitt her, glaube ich, ganz okay. Könnte noch ganz ein kleines bisschen weiter aufgeschnitten sein. Ich werde meine nur ein ganz ein kleines bisschen nachschneiden. Deshalb sage ich, probiert es zuerst beim ersten und schaut, ob es gut hersteht oder ob es ein bisschen nach außen wölbt. Und wenn es ein bisschen nach außen wölbt, dann schneidet es einfach nur ungefähr einen Millimeter auf. Lieber einen Millimeter weiter einschneiden und die Karte steht dann schön. Alles zu wenig weit eingeschnitten und ihr habt dann eine wellige Karte. So. Ja, gell, Andrea, das Set, das gewinnt beim zweiten Blick. Es geht mir ganz gleich. Also, ich hätte es mir ja wirklich nicht bestellt, wenn nicht die Standsteile so schön waren. Ich sage es euch, wie es ist. Das hatte ich nicht geplant. Aber das Set hat mich dann tatsächlich beim Arbeiten mehr als überzeugt. Ah, die Nicole, ich mag die Federn. Ja, Nicole, die mag ich leider auch. So Federn teile ich in die Klasse. Okay, ich habe jetzt meine Schnitte einfach alle nur um einen Millimeter links und rechts erweitert. Damit muss das jetzt wirklich sehr gut passen. Und jetzt schiebe ich mir das einmal auf einer Seite rein und schaue, dass ich da schon einigermaßen, wie soll ich denn das jetzt sagen, dass ich da so einigermaßen in der Mitte lande, oben und seitlich. So dass man da schon so ungefähr ein schönes Kasterl hat. Ist das klar? Ich glaube schon, oder? Also, dass ungefähr in der Mitte ist von Tiefe und Höhe. Darauf achte ich schon so ein bisschen und schiebe es eben da mal so rein. Dann haben wir es einmal auf einer Seite schon einigermaßen schön drinnen. Ziehen wir das da schon einmal so ungefähr richtig hin, wie es gehört. Und dann, erst dann, beginne ich mit der zweiten Seite. Und da nehme ich auch immer zwei Schlitzer gleich. Also ich gebe zwei unter einmal sozusagen rein in die Öffnung. Dann sperrt das nicht so wild. Und bevor ich es jetzt aber ganz einschiebe, nehme ich gleich die zwei unteren und friemel die da auch schon ein bisschen eine. Und der unterste geht natürlich ein bisschen schwerer, weil der einfach das nicht so super findet, dass man ihn da so hin und her birgt. Aber ihr werdet sehen, das geht recht gut. Und dann könnt ihr euch das da schon ein bisschen aufstellen und da vorsichtig so ineinander schieben. Und lasst euch da Zeit. Seid zahm und zart mit eurer Karte. Und dann könnt ihr da so richtig schön reinfriemeln halt, dass die da so einigermaßen stimmig sitzt und passt. Muss man jetzt halt einfach ein bisschen hin und her ruckeln. Und dann, wenn ihr das Gefühl habt, okay, so einigermaßen stimmt, dann macht es euch einfach einmal zu. Dann probiert es einmal zu schließen, weil in dem Moment, wo man sie schließt, zieht es das, dann schiebt sich das da ein bisschen mehr noch ineinander. Wenn es irgendwo hakt, dann hilft es noch ein bisschen. Dann hilft es noch ein bisschen nach, dass das da sich schließen lassen mag. Dass es euch nicht zu wild verkantet. Okay, und wenn ich es einmal zugemacht habe, dann schaue ich noch, dann könnt ihr es nämlich noch richtig zurechtdrücken. Also wenn es jetzt dort zum Beispiel zu weit heraussteht, gell? Angenommen, ich habe jetzt das da nicht schön eingestellt und es steht mir da so drüber aus, über den Schlitz, gell? Dann schiebt es euch einfach zusammen. Das könnt ihr dann richtig mit dem Daumen schön reinschieben. Dann habt ihr es da schön ineinander und es schließt hinten und vorn überall schön ab. Okay?
Und damit habt ihr es jetzt ganz, ganz wunderschön drinnen. Siehst du das? Schaut cool aus, gell? Finde schon total bärig aus. Und jetzt nehmen wir unsere Grundkarte zur Hand. Und jetzt braucht man das Ding eigentlich nur noch da reinkleben. Und da beginne ich so, dass ich zuerst einmal das Teil zumache und auf den ersten oberen Teil sozusagen Flüssigkleber auftrage. Vorsicht, nicht zu viel Kleber auftragen, gell Mädels? Den darfst du jetzt auf gar keinen Fall rausquetschen. Das ist der falsche, der mag ja nicht mehr so. Nehmen wir mal diesen da. Nehmen wir den Klebeknüppel weg. So. Also, nicht zu viel Kleber nehmen wir. Das ist ganz wichtig, dass es nicht rausquetscht, weil wenn es das rausquetschen wird, das war echt, das wäre ganz ungünstig. So in etwa, gell? Also nehmt nicht ganz dicke, fette Rollen, sondern so ein bisschen, es darf schon ein bisschen ein Kleber zu sehen sein, aber halt nicht ganz, ganz dicke, fette Batzen, sondern eher dünner aufgetragen. Und dann setzt euch das erste schon einmal drauf. Und da schaue ich dann immer, dass ich oben und seitlich, rechts und links, so in etwa denselben Abstand habe. Und wenn das für mich stimmig ist, also wenn da der Abstand recht schön und sauber ausschaut, dann drücke ich mir das an. Und dann drücke ich mir das auch wirklich mit dem Falzbein schön an, so dass sich das da schon einmal schön verbinden kann. In dem Moment ist jetzt noch gar nicht wichtig, ob das auf dem Kopf steht oder nicht, weil die Karten ja egal ist, ob ich sie so aufmache oder ob ich sie so aufmache. Spielt keine Rolle. Also da braucht ihr euch gar nicht besonders drum kümmern. Und jetzt gibt es auch auf dem zweiten Teil Kleber und auch da wieder schon einen Kleber auftragen, aber halt auch wieder nicht zu dick, nicht zu viel, dass es nicht rausdrückt. Und dann könnt ihr da schön dazwischen reinfahren. Also ihr habt da schön Platz für die Finger da drin. Und dann könnt ihr euch das wirklich da aufziehen und auch da unten wieder schön einrichten, dass es auch auf der zweiten Seite schön mittig ist. Also links und rechts und oben, dass ihr überall gleich viel Abstand habt. Wenn jetzt da die Karten ein bisschen weiter zugeht, das macht gar nichts, gell? So, da konzentrieren wir uns jetzt gar nicht drauf, sondern wir kleben das da ganz schön ein. Drücken uns das gute Ding da schön an. Lassen dem einen Moment Zeit. Und ihr seht schon, ich habe jetzt wirklich geschaut, dass das da ganz, ganz sauber eingeklebt ist, oben und unten, dass da in etwa der gleiche Abstand ist. So, und jetzt kann man es ein bisschen weiter aufziehen, so dass sie dann schön steht. Also die steht jetzt ganz, ganz optimal und sie schaut wirklich super schön aus. Man könnte sie auch noch ein bisschen zurechtziehen und zuppeln und schieben. Aber ich finde, es passt total gut. Schaut auch voll schön aus. Also wenn sie da jetzt so steht. Und die Farbkombination, oder? Ich finde die Farbkombination einfach einen totalen Hit. Einfach der Knaller. Schön. Das ist also jetzt die Innenseite. Da kann man jetzt natürlich noch ein paar Steinchen aufkleben. Eh klar, nicht? Also das würde bei mir jetzt noch fehlen. Das Bandzittchen, kein Stress. Das Band ist außen. Seid ihr süß. Schleife kriegt schon noch. Okay, das war also das. Und jetzt brauchen wir ein schönes Band zum Verschließen. Da nehme ich mir natürlich jetzt auch das passende Band. Da habe ich euch ja geschrieben, in etwa so circa 80 cm. Das ist vielleicht 3, 4 cm zu viel. Aber ich finde, es ist feiner, wenn es jetzt nicht ganz zu knapp ist. Und jetzt lege ich mir die Karte auf mein Papier. Und zwar so drauf, dass es da schön in der Mitte ist. Oder so ungefähr in der Mitte. Und ziehen wir es da ein kleines bisschen runter. Dann nehme ich mir ein doppelseitiges Klebeband. Und klebe mir da einfach einmal so einen Streifen. So in etwa da in der Mitte drauf. Nicht von ganz oben, aber so in etwa. Und auch gar nicht bis ganz unten, gell? Nur so ein Stückerl. Lasst euch oben und unten ein Stückerl Rand. Natürlich das Ganze gleich auf die gegenüberliegende Seite. Und auch da mache ich dasselbe. Gib mir ein doppelseitiges Klebeband auf die Mitte ungefähr drauf.
Stück Kaldo, ein Stück Kaldo. Und reiße mir das Ding einfach so ab. Dann können wir das andrücken und schon mal den Streifen lösen. Dann wird unser Band in der Mitte gefaltet. Dann kann ich das da schon einmal einfädeln. So, dass ich das da mittig drinnen habe in etwa. Und jetzt brauche ich mir das Band gerade da auf den Klebestreifen schieben und da schon mal andrücken und dann kann ich es umdrehen und mache da dasselbe. Und so habe ich das Band schon einmal schön fixiert. Und keine Sorge, die Karte geht trotzdem ja noch total schön auf, weil das Band ja da schön mitgeht. Also da braucht es keine Angst haben. Dann ist das Band schon mal super fixiert. Die Karte kann man dann trotzdem noch schön öffnen. Ich muss vielleicht da noch ein kleines bisschen zurechtschieben. Das passt noch nicht ganz optimal, aber das richtet sich dann in Ruhe ein, dass es dann schön steht. So. Und jetzt kommt da oben drauf so quasi noch meine Abdeckung. Ne? Die baue ich noch da oben drauf, die habe ich die Masse eh angegeben. Und für innen drinnen schneide ich mir dann da noch einen Flüsterweißteil zu, der schon um ein ganzes Eck kleiner ist als die Grundkarte. Und da sage ich euch jetzt auch gleich das Maß. Und zwar ist das Flüsterweiß, hat jetzt die Größe, mal schnell schauen, das ist außen 12 mal 18,2. Ist das die Größe? Also 12 mal 18,2. Ja, doch, passt. Und das gestalte ich mir dann halt nur so, wie ich möchte. Also in meinem Fall habe ich da noch nur mal die Blümchen außen und noch mal so die Federn rundherum. Und habe da noch den Spruch drinnen, die besten Wünsche für dein neues Lebensjahr. Bleib wie du bist, denn du bist einfach wunderbar. Und auch der Spruch ist drinnen in dem Set liebevolle Gedanken. Also da habe ich praktisch den Spruch verwendet und den zum Geburtstag und den ein kleiner Kartengruß. Das sind alle drei in dem Set drinnen. Es ist wirklich total schön. Und das hat jetzt eben genau die gleiche Größe. Und da stempel ich mir das einfach nur mal her mit den zwei Farben, wie ich das eben möchte, passend. Und für unten drunter schneide ich mir dann nur mal so Designerpapier zu und nur mal so einen Karten, so eine Kartengröße. Und da habe ich dann noch Platz für ein paar persönliche Worte. Also so wie das die Sonja auch gemacht hat. Da hat man, kann man da noch ein paar persönliche Worte, ein bisschen einen Gruß dazu schreiben, vielleicht dort und da einen kleinen Akzent stempeln und dann passt das super gut. Dann schaut das total schön aus und haut gut hin. Ja, Mädels, im Grunde war das dann schon die ganze Hexerei zu dieser Karte. Mehr ist es nicht oder weniger. Ich meine, mehr ist jetzt gut gesagt, gell? Ist schon ein bisschen Arbeit, aber ich glaube, das dann fertig bauen, glaube ich, braucht es mich dann nicht mehr. Oder? Das meint ihr? Ich glaube, das kriegt sie ohne mich auch gut hin. Ja, ich finde auch, mir gefällt das total gut. Und wie gesagt, ich bin ganz verliebt in die Stempelsets. Eigentlich in beide Stempelsets. Ich finde sie beide wirklich total schön. Und so kann ich halt farblich das Ganze wirklich so kombinieren, wie mir das Ganze halt dann wirklich am besten gefällt. Und schaut so schön aus, oder? Das ist eine richtige Tribünenkarte. Ich finde es ein Knaller. Also es ist wirklich der totale Hammer. Schaut so gut aus, oder? So klasse. Die Tribünenkarten, ich finde es einfach ein Wahn. Da lege ich nochmal das Original her von der Sonja. Ja, ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Schenkt mir bitte viele Daumen nach oben. Wenn Fragen sind, dann bitte meldet euch gerne. Wie gesagt, ich bin immer gern da für Fragen und hilf gern weiter. Und nimm natürlich auch sehr gern Bestellungen entgegen, ist ja eh klar. Es ist ja unser Job ein Stück weit. Und in dem Fall wünsche ich euch gutes Gelingen beim Nachbasteln. Ich hoffe, dass einige dieser Treppentribünenkarten entstehen. Und wünsche euch ganz, ganz, ganz gutes Gelingen und viel Spaß dabei. Es macht wirklich mega Spaß und das Ergebnis kann sich halt einfach total sehen lassen. Ne? Das steht dann halt einfach wirklich total dafür. Fein.
Sonja, nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war wirklich eine super, super, super Vorlage. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Samstag zu meinem Auspackvideo. Was kommt, was geht, was bleibt. Schön. Ihr Lieben, alles, alles Liebe. Einen schönen Donnerstagabend noch. Und wir sehen uns Samstag, oder? Fein, dann. Tschüss, Papa. Bis zum nächsten Mal.